Herzlich willkommen, Fotofreunde, zu diesem Video auf meinem Kanal. Ja, hier geht es um Software und ich greife den Titel des Videos direkt mal auf. Neuer Game Changer von Adobe. Ist das wirklich so? Nie wieder schlechter Ton? Ich sag mal, ich will nicht zu viel verraten und wir gucken uns das mal zusammen an. Aber ich bin schon echt begeistert. Worum soll es gehen? Um welche Software und für wen ist die denn überhaupt gedacht? Aktuell, wie lange das noch kostenlos ist, das weiß ich nicht. So ein bisschen wie die Adobe Express, Adobe Spark Geschichte. In der Online-Variante ist die, glaube ich, immer noch kostenlos von der Firma Adobe. Podcast.adobe.com. Adobe Podcast ist die Beta. Ich sage auch schon Podcast, geil. Adobe Podcast in der Beta-Version. Ich verlinke euch die Seite natürlich in den Shownotes. Ja, wenn wir uns die Oberfläche mal angucken, die ist relativ clean. Es geht darum, um Sprache zu verbessern. Wenn wir uns das Tool mal anschauen, haben wir einmal die Sprachverbesserung. Remove Noise and Echoes from Voice Recordings. Mikrofon-Check-Option und eine Studio-Version. Da mache ich vielleicht nochmal andere Videos zu. Heute soll es gehen um die Sprachverbesserung. So, möglicherweise richtet sich das Programm in erster Linie, für tonale Studioproduktion. Aber womit habe ich immer zu kämpfen, wenn ich meine Vlogs mache, wenn ich meine Diaries mache, wenn ich unterwegs bin und im Auto euch was erzähle oder draußen bin, wo viel Wind ist, wie zuletzt auf Helgoland? Richtig. Trotz Windpüschel ist manchmal zu viel falscher Ton da, also sprich Wind. Ja, man könnte dem beikommen, indem man hier Ansteckmikrofon, ist ja nicht so, dass ich sie nicht hätte, benutzt. Oder ein Shotgun-Mikrofon, was man auf die Kamera draufbaut. Funkmikrofone finde ich in manchen Situationen extremst hilfreich, aber ich bleibe dabei. Ich habe wieder noch eine Technikkomponente, um die ich mich alleine beim Dreh kümmern muss. Und gerade bei Funk können ja wieder Signale reinhauen, die dann Dropouts machen oder irgendwelche merkwürdigen Geräusche. Deswegen freue ich mich umso mehr über das Tool, dass ich ja sowohl von der ZV1 als auch von der Z30 das eingebaute Mikrofon, so wie ich es bisher benutze, weiter benutzen kann. Ein Grund dafür, warum ich das auch gerne benutze, ich mag es halt, ja, wenn nicht nur die Sprache dominant ist, sondern beim normalen Vloggen auch so ein bisschen Umgebungsgeräusche mit draufkommen. Und das hat man zugegebenermaßen bei den Vlogging-Mikrofonen bzw. bei den Shotgun-Mikrofonen, die haben ja eine Richtcharakteristik, hat man das nicht in dem Maße. Aber, wie schon erwähnt, gibt es natürlich die Anwendungsfälle, zum Beispiel bei starkem Wind oder bei mir sehr gerne im Auto fahren, weil mir langweilig ist und ich auch gerne in meinen Diaries erzähle, was ich jetzt mache, wo das mit mehr eingefangene Geräusch von diesen Mikrofonen, die ja eher, eine Raumcharakteristik haben, störend ist. So, und bisher habe ich es so hingenommen, bisher habt ihr es so hingenommen. Es ist auch okay, aber es geht vielleicht besser. Und ich möchte euch jetzt einfach mal die Funktion von Adobe Podcast Beta vorstellen. Ist kein Hexenwerk, aber das Ergebnis, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, kann sich sehen lassen. Da wechseln wir mal eben auf mein Schnittprogramm. So, ich habe jetzt mal zwei Helgoland-Szenen mir schon mal rausgesucht, wo beides mal Wind dabei ist. Einmal, hört mal rein. Was gerade der Plan war, ich wollte diese Häuserfront fotografieren. Das geht von dieser Landungsecke da hinten, aber das kannst du vergessen, weil da jetzt ein Boot liegt. Ja. So. Und dann haben wir nochmal eine Tonspur, die ich in echt gar nicht so richtig reingenommen habe, weil da noch mehr Alarm war. Auf Langzeitlichtung. Aber mit dem Telefon kann ich daran. Nein. Verdammt. So, ich muss jetzt im Prinzip die Tonspur einmal, das ist jetzt die Tonspur, die nicht klappt. Kann aber auch nicht klappen und ich erspare euch jetzt, die so einigermaßen verwindet ist. Also ich muss jetzt, das wird in eurem Schnittprogramm ähnlich sein oder vielleicht auch anders sein. Ich muss jetzt grundsätzlich erstmal
die Tonspur separieren und einen einzelnen Pfeil daraus bauen. Ich packe es jetzt direkt mal in den Helgoland-Ordner rein. Jetzt habe ich eine einzelne Tonspur, die die KI jetzt bearbeiten soll. Dann wechseln wir mal auf die auf die Adobe Podcast Beta Version. Und im Prinzip habt ihr eigentlich nur eine Möglichkeit. Man soll den Pfeil von der Festplatte auswählen, den man jetzt ja, verbessert haben möchte. Ich habe gesagt, ich lege den in den Ordner Ordner Helgoland. Helgoland ist ganz oben. So, wundert euch nicht an der Namensgebung. Ich habe zuerst beim Schnitt der Scandinavian Diaries, die euch noch erwarten werden, damit rumexperimentiert. So, ihr seht, Scandinavian Diaries 02 ist das Sample, das müsste jetzt Helgoland heißen, aber das ist ja jetzt egal. Es wird erstmal hochgeladen. Nee, hochgeladen ist sogar schon, jetzt ist er bei der Verbesserung. So, fertig ist er. Je nach Länge und Störgeräuschen dauert natürlich die Berechnungsweise unterschiedlich schnell. So, dann haben wir hier einfach einen Button, ja, Sprachverbesserung und Nichtverbesserung und die Stärke, mit wie viel Power die KI zuschlägt. Ja, und... So, ich schreie jetzt nochmal gegen den Wind an. Das, was gerade der Plan war, ich wollte diese Häuser flott fotografieren. Das geht von dieser Ecke da hinten, aber das kannst du vergessen, weil da jetzt ein Boot liegt. Ja. Was gerade der Plan war, ich wollte diese Häuserfront fotografieren. Das geht von dieser Landungsecke da hinten, aber das kannst du vergessen, weil da jetzt ein Boot liegt. Ja. So. Also man hört, Unterschied wie Tag und Nacht, da wo natürlich die Windmaximalpegel, die Sprache übertonen, wird es verwaschen von der Sprache, aber gleichwohl. Ihr habt, okay, das hat das Ding schon mal sehr beeindruckend gemacht. Dann nehmen wir jetzt mal ein Stück der Tonspur, ja, wo es noch übler ist, ne? Den ihr im Video von Helgoland gar nicht zu sehen bekommen habt. Das wird dann ordentlich. Jetzt haben wir keine richtige Sonne, deswegen das, was ich mit den Kernnetzen noch machen wollte. Schneidet mir jetzt mal so ein Fizzle aus. Ihr seht schon, hier ist ordentlich Hüllkurve drin. Pack sie mir jetzt auch nochmal eben zum Exportieren hier rein. Wie gesagt, das ist für euch jetzt je nach Schnittprogramm nicht so kriegsentscheidend. So, dann gehen wir zurück. Und lassen das neue Material einmal hochladen. Zugegebenermaßen. Wie formuliere ich das jetzt? Auch KIs kommen an die Grenzen. Und ihr habt ja jetzt gerade gehört, da war der Wind ja so laut, dass man meine Sprache gar nicht mehr verstehen konnte. Also ich denke, das ist jetzt meine Erwartung, das nehmt ihr jetzt als Live-Test, dass da wahrscheinlich das immer noch nicht zu gebrauchen ist. Weil woher soll die KI die Sprache generieren? Das wird nicht klappen. Ich bin trotzdem sehr gespannt auf das Ergebnis. Das wollte ich mit dir gerne zwar machen, ich wollte... Das ist voll der Kühne, das wird nichts wert. Deswegen, aber jetzt sind wir die Jahrchen weiter. Das wird ich mit denen. Jetzt haben wir keine richtige Sonne, deswegen, das wird ich mit denen gerne jetzt noch machen wollte. Also, schon geil. Schon geil, was die KI dazu leisten imstande ist. Also ihr habt jetzt gehört, da wo der Wind lauter ist als die Sprache, dass man im Echten auch nichts mehr hört, woher soll die Sprache generiert werden, so wie ich das vermutet habe. Aber an den Stellen, wo der Wind drüber war, boah, geil. Also ich bin da schwer begeistert und ich glaube, dieses Tool werde ich in Zukunft öfter benutzen in meinen Videoproduktionen. Aber lass uns nochmal eben einen anderen Anwendungsfall bitte probieren. Und zwar... den Anwendungsfall Fahrgeräusche im Wohnmobil, Fahrgeräusche im Auto, whatever.
So, auch hier spiele ich euch jetzt einfach mal den O-Ton ein. Schwalben, überraschenderweise Endgegner zu fotografieren, da muss man vielleicht viel Zeit mitbringen. Ich habe jetzt ein paar Sitzende im Flug, ja, wie sie da in ihre Höhlen reingeflogen sind, aber das ist nicht... Also da ist auf jeden Fall interessant das Hintergrundgeräusch, ne? Die Fahrgeräusche. Das war jetzt eine 96%ige Korrektur und jetzt haben wir das gleiche einfach nochmal digital mit der KI verbessert. Überraschenderweise Endgegner zu fotografieren, da muss man vielleicht viel Zeit mitbringen. Ich habe jetzt ein paar Sitzende im Flug, ja, wo sie da in ihre Höhlen reingeflogen sind, aber das ist nicht... Boah, habt ihr schon gesehen an dieser Stelle. Aber so eine geile Schwalbe im Flug, da muss man bestimmt vorfokussieren mit Lichtschranke und so weiter. Das wäre bestimmt eine ganz rote Geschichte. Ne? Interessant, am Ende wurde es ein bisschen bassiger. So, und dann das gleiche nochmal, ich glaube mit 60% ist das jetzt gemacht. Da kommen wir jetzt zuerst auch mal wieder zu dem Originalen. Ja, da sein können. Morgens hat sich zugezogen, jetzt regnet es ein bisschen. Egal, das ist immer eine Reise wert und ich habe ja auch schon, wir haben ja schon überlegt, zur Hirschpumpf nochmal wiederzukommen. Da sind natürlich auch die Kraniche da, aber da habe ich jetzt schon wieder gehört, dass die ganze... So, und jetzt machen wir das Ganze nochmal wieder mit der, ich glaube, 60% verbesserten Variante. Abends hätte die Sonne noch ein bisschen länger da sein können. Morgens hat sich zugezogen, jetzt regnet es ein bisschen. Egal, das ist immer eine Reise wert und ich habe ja auch schon, wir haben ja schon überlegt, zu Hirschpumpf nochmal wiederzukommen. Da sind natürlich auch die Kraniche da, aber da habe ich jetzt schon wieder gehört, dass... Fotofreunde, ich glaube, das reicht, um das zu veranschaulichen, was ich meine. Macht das Ding einen guten Job? Ja. Also ich habe eine interne Sprachverbesserung in dem Schnittprogramm, das kannst du mal vergessen, oder eine Tonverbesserung, das ist unter ferner liefen. Da werden also Sprachsamples genommen, wo du sagen musst, mach erstmal das Störgeräusch und das wird dann versucht. Also glaub mir, aber wer bin ich schon, ist aktuell nichts Besseres, was man mal eben so machen kann, was auch so leicht von der Hand geht. Bekannt. Mit der Stärke der Verbesserung, da müsst ihr ein bisschen spielen. Das ist immer die Vordefinition oder die Standardeinstellung von Adobe, sind da 90%. Manchmal möchte man ja auch ein bisschen Hintergrundgeräusch mehr noch dabei haben, je nachdem. Da kann man dann einfach hier den Slider ein bisschen bewegen und dann lübt das. Wenn ihr das Ganze fertig habt, habt ihr gesehen, könnt ihr das Ganze dann downloaden. Da ist jetzt auch keine Qualität einstellbar. Ich gucke nochmal eben, aber nee, das wäre mir durchgegangen. Aber interessant ist, es wird erstmal als WAV gespeichert und nicht mehr als MP3 wie das Ausgangsmaterial. Ich könnte natürlich jetzt auch aus der Tonspur eine WAV-Datei erzeugen. Ich habe das jetzt mit MP3 gemacht, weil es geht jetzt nicht um audiophiles Hören, sondern einfach darum, dass der Wind oder das Fahrgeräusch vom Auto ein bisschen wegkommt. Gibt es Kritikpunkte? Ja. Das ist jetzt Jammern auf hohem Niveau. Wenn man ganz genau hinhört und sich selber sprechen kennt, passiert es manchmal, dass so manche Silben, manche Wortendungen ein bisschen verwaschen klingen, als hätte man hier schon einen geschnüsselt. Aber wenn ich auf der anderen Seite mir überlege, was die Software kann und was sie macht, ist das zu vernachlässigen. Und vielleicht ist es auch nur, wenn man sich selber sprechen kennt. Und auch da... Je weniger laut die Störgeräusche sind, desto weniger werden diese verbesserte Sprache, die dann nicht ganz wie ihr klingt, auffallen. Das ist meine feste Meinung. Ich habe jetzt ja schon einfach mal drei relativ extreme Geschichten gemacht. Also das ist schon fantastisch, vor allen Dingen wie schnell. Ja. An dieser Stelle auch nochmal liebe Grüße an den Markus, der... hat mich nämlich auf das Ding gebracht. Ich weiß nicht, wo er das gefunden hat und wie lange das schon gibt, aber ich dachte mir, ich mache jetzt mal ein Video drüber, weil das wird sicherlich den einen oder anderen Tonfreund von euch oder Tonfreundin natürlich auch interessieren. Ja, man geil. Man kann verschiedene Sachen machen, um Dinge zu verbessern, aber mittlerweile, glaube ich, machen die KIs, siehe der anderen Photoshop-Geschichte, einen dermaßenen Sprung. Und diese, ja... Sprachverbesserung in dem Adobe Podcast Beta. Boah. Das
ermöglicht mir möglicherweise vor Ort versaubeutelte Szenen aufgrund der Umgebung, der falschen Hardware, der nicht mitgeführten Hardware oder vielleicht einfach auch der Grenzen, die die Natur mit sich bringt, doch noch zu benutzen. So, das soll es auch schon gewesen sein, ne? Quick and dirty. Probiert das mal aus. Ich glaube, das ist wirklich ja, ein kleiner neuer Meilenstein zur Tonverbesserung im Videoschnitt oder eben auch, ich sag mal, für Podcast oder andere Dinge, wo Ton drin vorkommt. Falls noch nicht geschehen, ihr unterstützt mich mit einem Abo, das wisst ihr, aber ich sag's trotzdem nochmal. Tschüss.